Hallo, herzlich willkommen zurück bei World of Tanks mit dem Hendrik und mit dem Kai. Und weiter geht es, World 2010 hat's. Und Chris natürlich, den kein Interesse, der für den und sich mit kein dem Chris, Interesse. der fast viel Beast gesagt hätte. Ja, aber ehrlich, World 2010 hat's. Und weiter geht es bei World of Tanks. Weiter geht's zu den 10 hat's. Ja, ja, das ja. Waren nur die Abgasen von den Panzern, die sich so abgasen. So angehört haben. Die haben so pff gemacht. Ja, von wegen Gase, ne? Ich sag nie wieder Gase in der Nähe eines deutschen Panzers. Nur deutsche Panzer dürfen Gase sagen. Nein. Einfach auf Prinzip jetzt. Sowas sagt man nicht. Nur weil deine am meisten Abgasen machen. Nur weil die die ganze Welt verpesten. Das ist nicht okay. Kauf dir mal einen neuen Auspuff. Die verpesten nur alle Vergasen beim Auspuff. Kauf dir einen neuen Auspuff. Tja, mein Russe kann sowas vergasen nicht. Der ist, nicht der ist so Leute, öko. Den neuen Auspuff 3000. Der ist so öko dafür. Mit verbesserten Vergaser. Wenn sie jetzt zuschlagen, kriegen sie ein Suicide Safe System gratis dazu. Wow. Wow. Ja, guck mal, ich bin wieder der Beste von den Werten. Guck mal. Ich bin der Beste wieder aus den Werten. Wir nehmen keine Haftung auf verletzte oder tote Menschen. Hallo, tote Menschen haben auch das Recht zu leben, ey. Also wenn sie Zombies sind. Mega Sinn gebracht, Alter. Hallo, Tote haben auch ein Recht zu leben. Genau, ey, was los ist hier? Ich habe ein Recht auf freie Meinungsäußerung hier. Geht mir gar nicht. Und Kai, hast du was gegen Zombies? Genau, ey. Kai, bist du ja, etwa natürlich. Zombie-Rassist? Ja, natürlich. Boah, Kai, sowas hätte ich dir niemals zugetraut. Ich hab mir hier eine neue Gun drauf, nämlich eine Autolader. Mal Alter, gucken, Alter, wie ich damit abkill. Weißt du, wie oft ich dich geritzt hab heute in Battlefield? Ja, Battlefield könnten wir heute auch aufnehmen, wenn der Markus noch da ist. Bei dem macht's dann wieder, oh, ich muss ja das DLC noch runterladen. Das dauert ja jetzt wieder 4 Stunden. Oh, ja, ja, ja. Oh, Speicher. Alter, vor mir steht so Alter, ein kleiner... Warte. Panzer. Alter, der Panzer aus der Fahrt ist richtig behindert, Alter. Generell die kleinen oder die MG-Panzer sind schon scheiße aus der Fahrt. Ja, und dann guck mal, die leichten Panzer fahren hinter mir her und der mittlere geht vor, oder wie? Klar. Alter. Ich glaube, ich muss den anderen Zweier holen. Sonst zufrieden bin ich mit dem nicht. Guck, ich werd schon abgeschossen! Ich sterb schon wieder gleich! Alter, das geht mal... Alter! Gar ist kein TDT, du kannst weiterreden. Ich hasse dieses Team. Nice, Hendrik. Hast du schön geklaut, ey. Oder die zwei. Nicht mich abschießen, ich bin zu schön dafür! Tja, hey. Sehr schön. Der ist weg. Ich hab Angst vor dem D2 da. Ich komme so leicht bei dem auch nicht durch. Ich lade einfach mal Gold noch. Der mich ja auch. Wow! Wow! Medium 2! Ich bin genervt. Machen weg. Das ist Christians Schuld. Ja, ey. Hendrik macht komm, Krieger. Hier. Oh. Ich kann mit niedrigen Panzern nicht spielen. Dann kauf dir einen niedrigen Panzer. Chris, warte auf mich. Mein schlechtester Panzer ah, ist da kommt ein Stutter. Ich hab noch 5er Artis. Fuck. Eieieiei. Verdammt, ich muss nachladen. Ich auch. Nachladen. Wir haben sie noch nicht mal angekratzt! Was? Ja, Mann! Ich hab nur 30 Späne. Oh, endlich ist er weg. Oh nein, jetzt kommt der D2, Alter! Komm überhaupt durch den Twitch! Wir spielen nur nicht, weil wir die übersprungen haben mit freier Fahrt. Genau. Lass mal den, Dreier. Die Panzer, die sie schon hatten. Genau. Weil wir haben schon einen 7er von den Mediums. Ich wurde dazu benötigt, eine neue Panzerreihe anzufangen. Ja, das habe ich auch ganz am Anfang gesagt. Vom Litzpli.
Die prinzipielle Idee kam ja von mir. Aber ich muss nochmal sagen. Ja, alles Henriks Schuld, erhäng dich. Ja, geh dich stimmt, erhängen, alles mein Schuld, alles auf mich. Ja, geh dich erhängen. Ich hab schon wieder 3 Kills. Guck, Christian, ich mag den PS2. Das ist stylischer als du, das geht doch gar nicht. Ich kratze nicht an! Wo ist der? Jetzt. Ah, Mann, ey! Kotzt das an, Alter! Ich kratze nicht an mit so einer. Ich hol mir echt ein neuer Zweierpanzer. Nach der Runde, Alter. Das geht echt gar nicht klar, Alter. Also, ich komme mit meinem ganz zurecht. Was du hast. Ja, das ist halt scheiße. Ich weiß nicht. Ich hatte halt keine Pene, weißt du? Der ist halt zwar schön schnell, aber der hat doch noch nicht mal Sichtweite, Mann. Ja, aber den T80 musst du dann fahren, weil es der einzige Viererler. Ja, ich weiß. Zu den Russen ist mit normalem Matchmaking. Mhm, ich weiß. Deswegen muss ich den fahren, das ist ja kein Problem. Ich hab irgendwie gedacht, bei so kleinen Matches muss man gar nicht so viel mit Taktik rangehen, aber es ist trotzdem wie im normalen Spiel. Hä, wo ist denn der hinter G2? Ja, gerade weil er da so viele. Weil er so viele Mongos mitspielen, muss er gar nicht mit Taktik ran, weil du die halt die guten halt ausknocken musst. Hendrik, Hilfe! Wo bist du? Ausgetrickst! I'm spinning! Du hast voll verschossen, ne? Ist mir egal, Mann! Aus Prinzip, Mann. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ich kann halt aus der Fahrt mit dem Panzer nicht spielen. Oh, jetzt ist mein Panzer. Das hat mich erwischt. Oh nein! Jetzt fährst du nicht mehr. Ja, weil ich gekettet bin. Eigentlich hätte ich auch die von selbst reparieren können, aber ne. Hm. Ich hab nicht mal Dings dabei, ne? Nicht schon. Das ist Standard. Das ist mir zu teuer. Ne, bei so kleinen Panzern finde ich, lohnt sich nicht. Hm. Chris, das glaubst du, das packen? Gewinnen wir noch? Würde sagen, oder? Locker. Ich leb ja eh noch. Ja, den mit 9 Leben. Ah, der ist schon tot. Alter, kommst du endlich bei dem nicht durch, oder was? Oh, stirb! Oh, okay. Ja, naja, ganz... Bier gilt, lol. Was? Naja. Ich mag was? Sie war Leogolds Klasse 1, what? Lol, das glaub ich nicht, nice. Ey. Richtig schlecht, Alter. Guck mal, hier der Hendrik, ich hab mehr Damage gemacht, ja. Und ich hab einfach mal 4 Kills, ey, ich bin so schön. Und bin so schlau. Bin der Hendrik aus World of Tanks. Genau. Ich verkaufe den erstmal. Ich mag den nicht, ey. Ins Lager. Ich tue einfach mal alles ins Lager. Lager. Lol, mein Geld reicht genau. Hat punktgenau gereicht, um mir den Dreier zu kaufen. Echt? Ja. So, welchen Zweier suche ich mir denn jetzt aus? Wie sieht's mit T60 aus? Mach mich nicht so nervös, ey. Du Arschloch. Oh, ich kann schon 3er kaufen, ne? Cool. Echt? Dann brauchst du schon 3er fahren, ja. Dann brauchst du mir kein 2er zu kaufen. Na, immer noch über 1700. Ich bin so ein Statistikwertleger. Ich achte sehr schön auf meine Statistik. Wenn wir 3er fahren. Kann ich den fahren? Ich glaube, den fahre ich auch. Nee, ich. Nee, doch. War Russen. Ich hab. War denn Russen deiner Reihe? Ich hab aber. Hol ich mir aber den T70. Müssen wir so irgendwie hinkriegen, dass ich Munition kaufen kann? Na, ich hab eher Geld auf Tasche, so ein bisschen, also macht es mir nichts aus. Bei dem 3er spielen wir den eigentlich vollkommen durch oder machen wir den Premium? Also mir ist es egal. Das ist deine Entscheidung. Von mir aus spielen wir die komplett durch, die Reihen. Das heißt auch komplett alle, also Premium, ich mein, oder was? Ich meine jetzt nicht Premium, sondern einfach durch zum nächsten.
Den Dreier. Wir können ja auch so machen, dass wir jeden Panzer Elite haben müssen. In der Reihe. Dann müsst ihr bei mir aber etwas, bei meinem etwas warten, weil ich muss PZ3 und DB2 erforschen. Das ist halt so eine Sache. Also um Panzer-Elite nicht. Also ich meine, wenn Elite, dann nur, also abgesehen vom Panzer, also nicht richtige Elite. Also nur den Panzer erforschen, okay. Ja, machen wir jetzt die ganzen Panzer, also richtig erforschen oder was? Ja, nicht auf Elite halt. Also, dass man den halt ertragweise spielen kann. Chris, kannst du mir ganz kurz sagen, welche Gun besser ist? Welche? Beim Dreier, gell? M2 Medium. M2 Medium. Welche hast du denn zur Auswahl? Ja, die zwei Guns da, die zwei Dreier Guns. Die 75mm ist eine Heatgun. Ja, ist es. Ich würde die 75er empfehlen. Kostet halt ja, auch ein bisschen mehr. Ja, ist ziemlich gut, ne? Ja. Oh, meine Trefferquote ist voll für den Arsch, Alter. Also ich habe heute 600.000 Minus gemacht. Naja, ist nicht so schlimm. Für das Let's Play tut man doch alles. So muss ich mir das Funkgerät holen. Als Funkgerät hole ich mir nicht, weil das ist ein 9er Funkgerät. Das ist teurer das als ist der nächste sinnlos, Panzer. Alter. Das ist sinnlos. Ich hab das, by the way. Ich hab von welchem Panzer hab das ich das? Das ist sinnlos. Ich hab das, by the way. Ah, hab ich schon Jackson. Ah, hier, guck. Jackson Wolverine. Ah, da kommt das also her. Wo ist denn mal viel Panzer drin, muss man sagen. Hat das auch. Warum hab ich das dann nicht gekauft? Bei dem Wolverine wahrscheinlich, den hast du doch, den hattest du doch, ja, also beim Wolverine hat er das gleiche Funkgerät. Ich hab grad nachgeguckt. Okay. Kai, mach jetzt bereit! Boah, seid ihr so live dabei, wie wir Zeit vertrödeln? Zeit vertrödeln? Ich guck so lange den Wasserfall beim Sprenkeln zu, ey. Aber irgendwie sieht die Animation immer gleich aus. Ist voll scheiße. Wow. Geil, auf geht's. Ah, by the way, ich hab ich muss mir jetzt keinen nächsten Panzer mehr kaufen. Das heißt, ich hab hier den Dreier, der Vierer der Reihe, den T34, den T34-85 und T83. Nee, ich muss der von meinen Russen spielen. Ich spiel ja keinen. Muss ich noch kaufen, aber ansonsten hab ich das. Ja, ich auch. Du bist mit dem Russen noch nicht weiter, oder was? Ich bin bei Russisch schon 7. Aber ich will Russen spielen. Warum spielst du die dann? Achso. Weil ich selbst russisches Blut in mir habe. Wie sieht's bei dir aus? Der spielt einfach seine alten Deutschen. Theoretisch habe ich bei den Deutschen bis zu Stufe 7. Aber, zu den PC3-Arten habe ich mir jetzt frisch erforscht. Warum bin ich ganz unten? Voll diskriminierend, ey. Nur weil ich 70 Jahre alt bin. Ist das der Chris hat, der PC3er? Nein, ich hab ein PZ1C, nee, das ist mein Speed. So. Ja, PZ1C, genau. Ja, genau, wie viele Dreier wir wieder haben, weißt du? Ja, genau, die haben einfach 3 Vierer mehr, weißt du? Voll fair einfach. Fotzen, Alter. Dafür ist der einer von T28. Das ist nicht so. Trotzdem, Alter. Ja, warum nee. Nicht? Wir haben auch viel mehr blaue. Also Chris, wir haben gewonnen. Blaue. Warum Leute, haben wir gewonnen? Mehr? Warum? Wir haben eine AMX-40. Auf geht's. Ja, aber. Come on, gegen Heatguns, gegen Hetzer, ja? Hallo, AMX-40? Trotzdem Heatgun von Hitze? Ich folge dir, Chris. Lutschkugel FTW. Lutschkugel FTW. Du meinst UFO. Oder UFO. Ey, ramm mich nicht, du T40. Nee, Tok Tok kommt da Sub-6. Ja, ich weiß. Mann, Kai, du ungebildetes Schwein. Nubi M8A1 geht mir so auf den Sack. Der hat mich voll geblockt. Der da, M8A1. Ja, der hat mich gerade geblockt, das ging mir gerade ein bisschen auf den Keks. Ey, was holt er mich? Wie, ey, wenn er mich einmal berührt, gell, ohne... Ey, berühr mich nicht! Arschloch. Ich möchte nicht berührt werden von dir. Oh, das Christian Lux. Fühlt sich berührt. Oh ja, ey. Was macht Lux hier in diesem Matchmaking? Das ist ein Vierer, was ist los? Ja, aber du weißt, wie scheiß selten ist es, für ein Lux in ein Vierer-Match jetzt. Zu kommen? Ja, und? Ja, weil wir doch Pro-Spieler alle drin sind. Obwohl, so Pro sind wir gar nicht, weil wir halt niedrige Panzerstufen jetzt fahren.
Ja, die Panzer M4 3A bin ich noch nie gefahren, deswegen bin ich wahrscheinlich mit dem nicht so wirklich pro. Ja, und oh, der guck! Oh, ne Müll, der berührt mich, ey! Was ist los mit dem, ey? Mein T40. Ich sag halt einmal mein Sonnenlager zerfetzt. Ey! Das ist dumm. Was war das denn? Das war Ram. Hast du den gesehen eben? Ja, ich hab's gesehen. Nee. Der hat den Kai kaputt gerammt und der Kai hat den gleich mitgerammt, Alter. Richtig genial einfach. Können wir irgendwann was mal gegen die A20 machen? Ah, ich komm halt eben, glaube ich, mit der dämlichen Gang, ich hab nicht durch. Da kommen wir Nator. Das war meine Panzerkanone. Oh Mist. Oh, wir sind hier aber ganz schön eingekesselt. Ja, ich sehe es. Haben wir noch die Hetzer. Das läuft gar nicht mehr hier. Das ist so mies gewesen. Alter, was unser Team wieder macht, Alter. Kritischer Treffer, ja, deine Mama, Alter. A20 kommt wahrscheinlich. Ach, was du nicht sagst. Ah, ein Trick! Fahr schnell! Hetzer hinter uns! Nein! Er ist vor euch. Achso, da hinten die. Komm bei dem Hetzer nicht durch. Ich kam auch gerade nicht bei dem durch. Na, es sieht ja wieder ganz okay aus. Geht. Wir müssen irgendwas gegen diesen A20 da tun. Ja, ich frag. Ah, da kommt der Hetzer, warte. Hetzer, ja, warte, Hetzer. Warte, ja! Ich mach ihn da schon kalt. Nicht der T40 noch? Nein! Aus der Fahrt! Ja, genau, deine Mama, Alter! So ein dummer Wichser, Alter. Der T40 hat, glaube ich, Heat. Im Gegnerteam, der. Aus der Fahrt, weißt du, mit der Heat kann, ja, ist klar, Alter. Ja, du kommst echt nicht bei denen durch, Alter. Ja, das ist aber schlecht. Alter. 20 keine Chance. Ich hab an der ganzen Stadt 0 Penetration. Ach, ist das scheiße, ey. Ich hab gedacht, ich könnte jetzt mal schön so von hinten, weißt du, und dann. Ja, wenn ich ein bisschen Geld hätte, könnte ich mir mit dem bessere Gun holen, aber das ist. Nix. In so kleinen Klassen ist Heat ganz schön überpowered. Aber hallo. Alter, die 40 macht das von uns. Und später ist Heat einfach so richtig schlecht. Alter, das ist aber richtig behindert, ey. Wenigstens haben wir gut gewonnen. Wobei, Artis benutzen ja eigentlich immer, ne, ja nicht Heat, aber so diese orangenen Explosiven. Heat. Das ist die Explosivmunition. Ja. Es ist doch Heat eigentlich. Ja. Ne, Heat ist eigentlich die Hohlleitungsgeschosse. Eigentlich. Nein. Oder? Ne, ich weiß gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Camper's gonna camp. Ich weiß nicht. T4C genau. Ist, woo! Der hat Heat, pass auf. Na, man. Zumindest schießt er mit den orangen Geschossen. Ob der eine Heat kann, hat, weiß ich nicht, aber ich glaube schon. Na, das ist doch voll die Scheiße gewesen, ey. Kam der Hetzer aus der Fahrt und hat mich einfach mal gesagt, so, ne. Ja. Der hat dich halt gehackt. Gehackt, bei mich. Gehackt. Hetz. Mein Passwort, ey. Der ist doch. Ich guck so auch dem Speedy zu. Nein, ja, doch, jetzt schon. Ich komm dem Bett nicht hoch! Das ist interessanter als Henrik. Hm. Dankeschön. Bitte spring auf den! Bitte spring auf den! Oh Mann, du Langweiler! Guck mal, nicht mehr durch kommt er. Ah, doch jetzt. Bitte spring auf den, bitte! Ich hab irgendwie so das Gefühl, der M2 Medium ist, glaube ich, irgendwie so ein AFK-Prozess. Der ist AFK wahrscheinlich. Erinnert mich dran, dass ich nach der Runde Reparaturkits und sowas in den einbaue, da hatte ich dir einfach kein Geld. Ich hab danach kein Geld. Wie Markus genau jetzt kommt, wo wir aufnehmen und sonst ist er die ganze Zeit nie da. Echt? Ja, hat er Pech gehabt. Mhm. Könnten die ja. Hat er Pech gehabt, ja. Könnten wir auch die Tier aufnehmen und so, echt? Wir wären jetzt voll aktiv so. Ja, wir könnten dann heute Abend dann auch TTT aufnehmen.
Ja, so voll aktiv, ja, so voll viele Spiele und so. Ja, Markus muss da wahrscheinlich sich... Camper for life, Alter! Das ist aber wirklich ein schöner Panzer. Markus muss erstmal 3 Stunden... Warte, wie war das denn mit meinem Kettkraft beim U-Boot? Weiß ich. Alter, der ist einfach mal direkt wieder aus TS, statt irgendwie einen anderen Channel zu wechseln, erstmal wieder TS verlassen. Ja, genau, Killklauer einfach. Der Hendrik. Ey, schreib nochmal an. Auf WhatsApp oder so. Nee, grad keinen Bock. Sorry. Warum auch? Tagessieg. Ich bin ja gerade ja, genau, ein Tag 37 Damage. Das ist echt ein Witz. Ich hab kein Geld für nichts. Passiert halt. Ich hab Kamikaze bekommen, das erste Mal. Ich hab noch gar kein Kamikaze. Oder? Auszeichnungen? Und dabei habe ich den nicht mehr gerammt, der ist mir in die Seite gefahren. Also ja, klappt, ich habe hier 40 Krieger, habe ich. Ich habe hier 7 Radley Walters Medaille. Hilf mal Waffenbrüder mit meinen Kugeln. Alter, du musst doch mit deinem Löwe schon Kamikaze haben. Nicht? Nein, noch nicht. Noch nicht. Lol. Hendrik, mach mal bereit, der wo kein Geld hat. Jo, hab mir erstmal die Ketten gegönnt. Ich glaube, nach dem Match machen wir hier erstmal hier Erfolge beenden. Der, wo kein Geld hat und so. Der, wo hier kein Geld hat. Boah, wir sind aber gut. Oh, guck mal, ich bin ganz oben. Ich hab eine Runde Tekken 30, also Prämies, und dann hätte ich das Geld wieder drin. Oh nee. Doch. Das fahren wir nicht. Wir fahren die ganze Reihe. Relativ ausgeglichen, ja. Das geht. Nur ich fahre Gegner für viel zu viele Jagdpanzer. Ja, auf der Map ist halt ein bisschen krass, finde ich. Ja, das stimmt. Auf der Map ist das ein bisschen mies. Weil, weißt du, die aber können sich einfach da... Spotter, die sich opfern da dürfen. Oben auf verstecken. Chris, fahr los, bring dich um. Ja, genau, spring mich jetzt um. Weißt du, ich mach das wie beim K1S. Channel Time. Turm nach hinten. Drehen und gucken, was man reißt. Sorry, ich hab meinen Turm hinten. Rückwärts fahren. So, nee, ich Challenge Time, Kai. Challenge Time! Wenn du drehen willst, musst du dich erstmal um 90 Grad drehen. Ne, um 180. Challenge Accept! Ich ramm dich, du Arschloch! Du hast oder was? Ja! Oh, Hendrik, machst du nicht mehr mit? Dann bin ich hier gerade Challenge Time! Oh, nee. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir irgendwas mal so machen müssen. So mit voll OP-Panzer einfach mal. Nein. Mann, ich meine auch nicht dich, ich meine Hendrik, ob der das mit mir macht. Der macht ja, das du kannst bestimmt. Es machen, aber ich. Jo, guck mal, schau mal, da hinten ist ein Jagdpanzer. So wie du. Ich bin nicht blöd, ich bin nur schön. Ich bin nicht blöd, ich bin nur schön. Ist blöd. Ey, warum. Was dreht er sich, ey, der Arschloch? Oh nee, ey, ich bin voll aus meiner Reichweite, ey. Alter, was ist das denn für eine ungenaue Gun, Alter? Wow! Ich hab ihn getroffen! Gar nichts, so, das geht mit dem Panzer ab. Ich brauch unbedingt Geld. Aua, ich krieg hier 38 T ab. Und, oh, okay. Da bist du tot. Der Zweier ist geil. Ich will mich schießen, ich bin so schön dafür. Guter Witz. Ich bin so wunderschön. Ich bin so schlau. Ich bin der T-70 aus Prunovka. No. Nein, brenne ich nicht, ey. Das stinkt doch bestimmt, ey. Du stinkst doch bestimmt, ey. Stinkt nicht, ich seh nur so aus. Dann schieß auf den, ey. Oh, daneben geschossen. Hab ich auch daneben geschossen, ey. Ich brauch's klar, ey, mal wieder. Hä? Ah, da. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Kann er reagiert da jetzt auch immer? Da ist wieder. Am Arsch, Junge! Ich hab den komplett runtergeschossen, du Wichser. Ja, Chris, ja. Ja, jetzt auf einmal, ey, du Arschloch. Ich fahr ein bisschen zurück, das wird mir jetzt zu heiß. Zu heiß. Könntest du ja mal die 1PZ1C da hinten abknallen? Rat mal, was ich gerade mache. Bei meinem Kai nicht.
Nicht in meiner Reichweite! Dann fahr auf ihn zu! Jetzt kann ich gucken, was ich machen kann. Treff doch mal, du scheiß Panzer! Jetzt ist zu spät. Zoom ein! Kommt ja sogar ein T-18. Oh, das ist mehr. Schön. Der da T-18. Ist er gestorben. Wenn wir jetzt gut spielen, nicht nur keinen, dann haben wir gewonnen. Ja, Ton liegt auf Wenn. Oh, Hawkinson. Kyle, was hast du da gemacht? Oh ja, danke. Können wir jetzt wieder Freunde? Nein, du bist Russe, du darfst keinen Freund haben. Was? Warum denn nicht? Das ist so diskriminierend. Du musst doch spotten. Ja, Junge. Mach doch mal hin, ey, du. Ey. Ich bin ja Russe, ich hab doch keine Optik. Man, guckst du wieder an meinen Arsch an, du Arschloch? Ich muss F2 die Hälfte ungefähr sehen. Ich seh grad mal von meiner Position grad so D2. Aber du musst den blauen D2 Kreis. D2 ist sau weit. Ja. Hallo? Ist da jemand? Ist da jemand? Hallo, ist da jemand? Ich bin der kleine Panzer! Ich hätte die Fernseher jetzt einfach noch mitnehmen können. Stimmt! Einfach weil ich hier noch rumfliegen hab. Ich nicht. Können die mal aufgehen, die Arschlöcher? Geh doch mal auf, ey. Danke, ey. Geht auf! Oh nein. Sind du süße Gegenschießen? Na, ich wollte mal. Ich dachte. Oh, da ist jemand offen! Aua! Aber da ist noch jemand offen. Geil, mach den tot, Kai! Mach den tot! Oh, das ist ein Draht. Das war ich nicht. Schau mal den T-18 da. Der Arschloch. Ich werde angeschossen! Dann fahr zurück! Okay, du darfst nicht sterben! Ich bin tot! Ich bin nein. Tot! Ich bin tot! Nein! Sterb nicht! Kai, sterb nicht! Ich habe rette überlebt. Den Nachschuss! Ich habe überlebt! Hä? Nachschuss? Platz! Piff! Der T-18, der wird sterben. Aua, das war so eine scheiße Idee, ey. Das war eine scheiße Idee. Geil, ist geplatzt. Oh, das ist aber eine scheiße Idee. Oh, ich glaube, dass wir verloren haben. Verloren. Voll geil und so. Ich glaube schon. Ich würde sagen, nach der Runde machen wir wieder eine Pause. Ja, hab ich doch gesagt. Hey, du Arschloch. Oh ja. Pause. Ich will nicht sterben, ja. Mama. Ich will nicht. Wechsel mir bitte die Windel. Ich hab mir in die Hose gemacht. Nur weil du abgehauen bist, wurde ich getötet. Am Arsch, Alter. Ja, genau, ich bin mal wieder an allem schuld. Ja, natürlich, das ist schuld. Nur weil ich... Oh, das war aber toll, die 18, ey. Das war toll. Das war toll. Das hast du toll gemacht. Hoffentlich sind wir jetzt Freunde, ey. Steppe, hallo, ne? Oh nein, ey, der T-18 ist tot. Und da ist sogar Platz. Oh nein, ey. Wie kann es bitte sein, dass der T-8 gesehen wurde, aber der LTP nicht? Tja, das war Schicksal, mein Freund. Das war Schicksal. Heutzutage Schicksal. Schalten Sie den Schicksals-TV an. Oh, da ist er. Guck da. Bringt jetzt alle um. Alleine. Klar, auf jeden Fall. Aber nur, weil es Chris ist. Genau. Mhm. Ja, schieß doch mal auf von den, rechts. Alter. Von rechts. Auf den da. Raus. Genau, ich auf den da. Jetzt schieß doch mal auf den. Kannst Sie du mal... Sind alle tot. Nee, der andere, der in der Base da steht, Alter! Der will er mich verarschen? Nein, der hat auf den T-18 geschossen. Ist der nicht AFK? Der hat auf den T-18 geschossen. Der Arschloch, ich. Ja, mhm. Jo, so läuft. Klar, genau. Was der macht? Der macht gar nichts, Alter! Das ist doch voller Wichser, Alter. Ja, jetzt schießt er. So ein dummes Arschloch, Alter. Na gut. So ein Arschloch, ey.
Ich verstehe. Ich hab auch nicht mehr geleistet. Hallo, er hat Krieg gemacht. Was soll ich da machen? Kommen die einfach mal drei angestimmt, weißt du? Voll die Scheiße, ey. Hättest nix machen können. Panzerbrecher schon. Ja, ich weiß, dass ich nix machen könnte. Hätten tun sollen, ey. Dann würde ich aber trotzdem mal sagen, das war's auch wieder für Let's Play World of Tanks bekommen. Mit einem kalmen Hendrik. Und wir sehen uns aber nichts mehr wieder, wenn es ist. Wir werden nicht vergessen. Und tschüss. Das hat jetzt irgendwie keinen Sinn gebracht, aber trotzdem tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt, wir werden nicht vergessen. Tschüss. Das war gut, Chris. Ich weiß. Tschüss. Das